Sind alle bereit? Dann gehen wir rein. Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, willkommen in der Alhambra Music Hall. Wir führen heute und nur heute Nacht eine ganz besondere Interpretation von Corvus der Schwindler auf. Auch wenn einige der Effekte bedrückend und zutiefst verstörend sind, bewahren Sie Ruhe, meine lieben Gäste. Keine Angst, dies ist nur die reinste Form der Unterhaltung. Die heutige Vorstellung geht dem Andenken und dem Verdienst eines jungen Mannes, der einen festen Platz in meinem Herzen innehat. Alle Bedenken und Beschwerden sind bitte an ihn zu richten. Jacob, mein Junge, diese Show widme ich dir. Ich bewundere Ihre Tapferkeit. Dies ist ein Abend ganz nach Ihrem Geschmack, Sir. Just imagine the wisdom we could glean from my own. Bediene Sie heute Abend, Gentlemen. Du noch hier, Liebes? Beim letzten Mal hast du uns doch fast vergiftet. Szene 2 bereit! Lass mich raus! Ich muss den Steg für die Show runterlassen! Einen Freiwilligen. Und einen Applaus für diesen sehr mutigen Mann. Unser Freiwilliger wird in Kürze für dich sterben, Jacob. Welch mutiger... Bühne zu treten. Sie haben gleich das Glück mitzuerleben, wie dieser Gentleman beschossen wird, und zwar aus kürzester Distanz. Unser Kunstschütze wird auf mehrere Ziele rund um seinen Kopf herumschießen. Aufregend, nicht wahr? Wird unser Ehrengast unverletzt bleiben? Mein Beruf? Vielen Dank dafür. Was würden wir nur ohne dich tun? Wir Briten sind ein zäher Haufen. Stellen wir diese Fähigkeit auf die Probe. Entschuldigung, Liebes. Wo kann ich denn hier mal austreten? Da drüben. Danke. Wie mitreißend! Kein
keine Angst, meine Freunde. Das gehört alles zur Show. Bitte bleiben Sie doch auch für den nächsten Akt des Schauspiels. Herrje, bröckeln deine Prinzipien, Jacob. Das Aroma ist beim zweiten Mal noch kräftiger. Die Jagd, sie wird eher zum Selbstzweck als zur Notwendigkeit. Gentlemen gefunden. Sie lachen, Ladies and Gentlemen, aber ich versichere Ihnen, dass es wahr ist. Zweifellos können Sie erraten, was gerade in seinem Kopf ist. Er, meine Freunde. Unser tapferer Freiwilliger hat nicht einmal gezuckt. Aus einigen Fuß Entfernung wirft unser Artist zielsicher sein Messer auf den Apfel und zerteilt ihn damit. Schafft er es oder schafft er es nicht? Na, damit haben wir nicht gerechnet, wie aufregend es ist, wenn uns das Leben überrascht. Aber ich bin noch längst nicht fertig. Bleiben Sie, wo Sie sind. Die Aufführung wird in Kürze fortgesetzt. Du ziehst die Tragödie der Komödie vor. Ich wusste, dass du guten Geschmack hast. Thank you.
Das ist reizend. Tausend Dank. Gott im Himmel. Verdammt nochmal, du schuldest mir noch ein Pferd. Für diesen Trick, Ladies and Gentlemen, haben wir einen überaus mutigen Freiwilligen gefunden. Mit dem wagemutigen Freiwilligen im Innern wird unsere gefeierte Illusionistin die Kiste in zwei Hälften sägen. Staunen Sie, wenn unser Freiwilliger sie unverletzt wieder verlässt. Unsere talentierte Magierin, Säbelzahn-Jane, wird diesen berühmten Trick vorführen. Man sagt, sie habe ihr Handwerk vom mysteriösen Torini persönlich erlernt. Die Säge, die Miss Jane heute Abend benutzt, wurde aus der Stadt Koduma importiert, von der es heißt, dass dort der beste Stahl der Welt geschmiedet wird. Das hat genug Zeit in Anspruch genommen. Wenn das nicht Roth war. Das hinterlässt einen starken Nachgeschmack. Jetzt zeig dich! Wartet. Ich hoffe, Sie haben den Abend bisher genossen, Ladies and Gentlemen. Ich jedenfalls habe das. Vor unserem letzten Akt möchte ich auf die mutigen Menschen anstoßen, die mit Feuer und Flamme das Leben zelebrieren. Und den Tod. Also los! Zelebriert! Du bist am Zug, Jacob, mein Bester! Brenn! 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 Versteck dich doch nicht! Was für eine Nacht. Der Stoff für Legenden. Warum hast du das getan? Das alles? Was denn? Ein Krähenküken zwischen zwei Fingern zu zerquetschen, die zu zerstückeln, die du unschuldig nennst? Den göttlichen Wahnsinn der Welt zu bewahren? Aus demselben Grund, aus dem ich alles tue.